Hallo, hier ist Steffen von MobiCroco und ich habe hier die aktuelle Generation des Classmate PC Referenzdesigns von Intel, die mir mal ein bisschen angucken durfte und die stelle ich euch jetzt mal vor. Das Modell hier ist produziert von Royaltek. Wir haben das schon ein paar Mal gesehen, hat außen eine sehr raue, gummierte Oberfläche. Macht schon einen recht robusten Eindruck, die ganze Geschichte. Schauen wir uns mal rundherum das Gerät an. Auf Vorderseite sehen wir gar nichts. Hier auf der Seite findet sich hinter einer Klappe ein Speicherkartenleser, ein USB-Port, Lüftungsschlitze, Netzteilanschluss und Netzwerkanschluss auch hinter einer Gummiklappe, damit noch nichts reinkommt. Hinten keine Anschlüsse, aber hier so zum Ausziehen ein kleiner Griff, mit dem das der Classmate wie ein, ja, wie ein Handtäschchen fast getragen werden kann. Wo gerade hier oben sind, noch zwei Status-LEDs. Und auf der anderen Seite ein VGA-Ausgang, ein USB-Port, macht insgesamt zwei. Ausgänge für Mikrofon, Kopfhörer und Lautsprecher. Und hier sehen wir noch das Symbol, ist diesen GPS-Empfänger mit drin. Und schön an einem kleinen Seilchen angeleint, ein Stylus, weil das Ding hat ja ein Touchscreen. Ist auf der Rückseite finden wir eine große Klappe, womit man vielleicht Sachen austauschen kann. Und ein bisschen schlecht zum Rausnehmen. Ein Akku mit einer Kapazität von 4400 mAh oder 32 Wattstunden. 32 Wattstunden ist natürlich nicht besonders viel. Wird vielleicht nicht für einen ganzen Schultag reichen. Mach's mal auf, starten ihn schon mal. Hier oben ist natürlich noch eine Webcam verbaut. Die ist drehbar, damit man sie auch im Tablet-Modus benutzen kann. Aber kurz bevor wir weitermachen, sind zwei Betriebssysteme installiert: Windows 7 Starter und MetaSys. Das ist ein Nigo-Betriebssystem. Aber wir starten jetzt mal Windows. Bei Tastatur haben wir eine normale Flat Keys. Lässt sich ganz gut drauf tippen, ist aber ein amerikanisches Layout hier in dem System. Relativ kleine Enter-Taste, kleine rechte Shift-Taste, aber sonst lässt sich das durchaus gut bedienen. Das Touchpad ist normal groß, unterstützt auch Gesten mit zwei Fingern, zwei physikalische Buttons. Das sieht alles soweit ganz gut aus. Display lässt sich wie üblich bei so einem Gerät drehen und kann dann eben hier über den Stylus bedient werden. Am Rand vom Display haben wir noch ein paar spezielle Buttons. Der ist hier für die Kamera. Das ist ein Home-Button, um wieder zum Homescreen zu gelangen. Daneben ist der Anschalter. Hier nochmal Status-LEDs. Hier unten sind zwei Buttons zum Blättern. Wenn man es nämlich im Hochformat nutzt, das schaltet dann irgendwann auch um. Und im E-Book-Reader-Modus kann man hier Seiten vor- und zurückblättern. Das ist aber mal wieder so rum. Eine Weile dauern. Kommt gleich mal eine Abfrage, ob wir uns mit einem Lehrer verbinden wollen. Nein, natürlich nicht. Ihr seht schon, das ist nicht die normale Windows-Oberfläche, sondern das nennt sich Blue Dolphin. Und es hat eine Shell, damit die einfachen Funktionen direkt zugänglich gemacht sind. Hier Rechner, Dokumenteordner, Paint-Programm, Internet Explorer und so weiter. Gibt es auch noch ein paar Spiele und so weiter und so fort. Man kann auf den normalen Desktop umschalten. Und jetzt mal Systemsteuerung anschauen. Stellen wir fest. Stellen wir nicht fest, weil wir beim Falschen gelandet sind. Eigentlich funktioniert der Touchscreen ganz gut mit dem Stift. Oder mit dem Fingernagel geht es natürlich auch. So, wir haben hier N450 Intel Atom, also der normale Pine Trail Prozessor. 1,66 GHz, 1 GB RAM. Die Festplatte hat nur, ich glaube, 75 GB, über die man frei verfügen kann. Also ein bisschen schwach bemessen. Aber ist natürlich auch ein Referenzdesign, kann jede Firma machen, wie sie möchte.
Generell läuft das System, wie man es halt vom Netbook kennt. Hier oben haben wir noch so eine Statusleiste. Kann man noch Volumenohren runterregeln. Geht durchaus ganz gut. Und der Touchscreen-Input funktioniert mit dem Stylus, wie wohlgemerkt, auch gar nicht mal so verkehrt. Ist auch eine Schrifterkennung und alles mögliche weitere. Insgesamt sicher ein ganz gutes System. Das brauchen wir nicht zu safen. Für die Schüler kann man aus einer Höhe von, ich glaube, 1,5 Metern fallen lassen. Es gibt hier so ein, läuft auch für die Festplatte, dass sie sich runterfährt, wenn sie bemerkt, dass ein Fall stattfindet. Also das funktioniert bei den Schülern ganz gut. Durften wir uns ja auch schon mal live in Aktion angucken hier im Sommer. Und kommt sicher ganz gut an. Für den normalen Nutzer ist das natürlich so nicht zu kaufen. Aber vielleicht, wer was Robustes sucht und mal einen Hersteller nachfragt, könnte vielleicht sogar eins bekommen. Das war mein kurzer Überblick zum Intel Classmate PC der aktuellen Generation. Ich bin Steffen von Mobicroco. Vielen Dank fürs Zuschauen.